Freddy Jäckel, 2-1 verloren, man kann erhobenen Hauptes hier vom Platz gehen, aber wie ärgerlich ist das, nach gutem Spiel mit so einer Niederlage hier vom Platz zu gehen? Ja, super ärgerlich. Ich denke, wir haben uns ein bisschen um den Lohn gebracht. Wir haben eine gute erste und eine gute zweite Halbzeit gespielt, haben eine super Struktur gehabt defensiv, eine gute Kompaktheit, haben nicht viel zugelassen. Und dann denke ich, das ist ein Punkt, können wir mitnehmen aus Hamburg und dann haben wir eine gute Heimfahrt. So ist es natürlich bitter, so steht ein 2-1 da, wir fahren mit 0 Punkten nach Hause. Ich denke, am Ende entscheiden Nuancen das Spiel. Ja, ist einfach bitter, aber wie Sie auch gesagt haben, ist eine Leistung, auf die wir auf jeden Fall aufbauen können. Und das zeigt uns, wir müssen einfach jede Woche, jedes Spiel an unsere Grenzen gehen, dass wir halt auch, dann sieht man auch, dass wir auch Hamburg ebenbürtig sind. Ärgerlich, das Abseits-Tor, es war Abseits, aber trotzdem irgendwie unglücklich sah es aus, wäre die Führung gewesen für Amina, das erste Tor von Ihnen für DSC. Ja, natürlich, ist super ärgerlich, aber Abseits, ist halt nun mal die Regel. Dann nach dem Ausgleich war Arminia ja gut im Spiel und plötzlich dann 3 Chancen für den HSV und das Siegtor. War man da ein bisschen zu wenig konsequent vielleicht in der Phase? Ja, wie ich schon gesagt habe, am Ende entscheiden Nuancen das Spiel. Hamburg macht das 2-1. Wir haben davor auch gute Chancen für das 2-1. Wir lassen sie leider aus, aber nichtsdestotrotz haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben uns um den Lohn gebracht, wie ich gesagt habe. Ja. Und Moral war da, lassen wir uns erraten hier noch große Chancen zum Ausgleich. Ja, definitiv. Wie ich gesagt habe, Kleinigkeiten entscheiden auf so einem Level dieses Spiel und ist super bitter für uns. Wir müssen aber darauf aufbauen und nächste Woche gegen Heidenheim geht es wieder von Null los. Okay, was nimmt man jetzt mit? Keinen Punkt, aber zumindest eine gute Leistung? Ja, genau, so sieht es aus. Kein Punkt ist sehr ärgerlich, aber eine gute Leistung, die wir aufbauen können. Ja. Okay, danke Friedrich Jäckel. Kein Problem.